Ich bin ein weiteres Mal hier am Giebelsweg und will da die Graffitis filmen, weil ich die letzte Mal auf Abstand gefilmt habe. Und so, jetzt geht's los. Ich dachte, ich kann hier einfach lang gehen, aber da ist ein Bach. Und dann schaue ich mal, wie ich da hinkomme. Bis gleich. Ich bin jetzt an der Brücke. Hier sieht es so aus, da ist das Schild Giebelsweg und ich filme mal, aber zoomen reicht nicht, ich muss da hoch. Das heißt, ich gehe da jetzt hoch. Ein Rex und ein Mo. Ja, schon ein bisschen steil hier so. So, das wäre dann die rechte Seite der Brücke. Von 2019 ist der Spaß. Ne, Schocksacks 2019. Ich denke, das wird zusammenhängen. Ich schreibe ja immer daneben, welches Datum. Das ist sehr praktischer dann herauszufinden. Aber ein, zwei Jahre wird es schon sein, weil die Fillings verblassen ein bisschen und so. Ein bisschen ärgerlich mit dem Baum. Na gut. Den Bereich haben wir jetzt so. Die Brücke hat sich jetzt in den 2-3 Wochen nicht viel getan. Ist alles wie noch vor 2 Wochen. Seht ihr? Sieht man das Herb ein bisschen besser heute bei dem Licht. Ich hoffe, das gefällt allen. Ja, wie gesagt, die Aufnahmen haben mir keine Ruhe gelassen. Ich war schon ziemlich gestresst, dass die halt so mies waren. Gehen wir mal einmal hier lang. Die Treppe darf ich nicht benutzen. Die ist nämlich nur für Autobahnmitarbeiter. Macht aber nichts, weil wenn ich da jetzt hochgelaufen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich nicht die Sicht, die ich haben wollte, weil ich direkt vor der Wand stehen würde. So. Gonzo-Journalismus nennt man das, glaube ich. Ich laufe einmal von da nach da und dann versuche ich gleich nicht auszurutschen. Ja, zu dem Saki hatte ich ja schon was gesagt. Ich denke, das ist noch nicht mal Saki, sondern Puck. Sieht aber ganz anders aus. Oder Suck. Klettern. Gut, dass ich heute die Wanderschuhe anhab. Gut. Sehr guter Grip, die Schuhe, Timberlands. Leuk. Mhm. So, hier kann man sich natürlich nirgendwo packen, reißt ja raus. Aber ein Leuk, ein Toke, ja. Und ich bin hier. Da ist ein Mädchen mit einem Hund. Ich glaube, genau die war letztes Mal auch hier, als ich hier war. Aber das weiß ich nicht. Yo, Flo, 20. Steht da auch bei Schock. So, wie klettern man? Dann jetzt vorsichtig weiter. So, perfekt. Hier am Baum kann man bestimmt gut stehen. So. Azure Schuhe. Steht da noch und im Mo steht Mo. So. Ja. Gut. Ich glaube, das Schuhe kann man besser von unten. Zieht euch das rein. Es ist nicht so krass, jetzt hier runter zu laufen. Aber auch nicht so mega bequem. So, Dilettantismus an der Kamera. Schock, Mo, Talk, Puck, Fuck oder Sack. Wer weiß. Da könnt ihr gerne eure Fantasie spielen lassen. Dieser Mo ist von 2019, 3 Jahre. Ja, da sind Grüße an PS und Off. Wenn doch nicht, steht dann, ach nee, Wein doch nicht, steht daneben. Ich versuche mal jetzt mit Zoomen. Das war ja nicht so geil. Ja, wegen dem Wackeln. Ja, da steht Wein doch nicht. So, liebe Freunde,
Ja, das wäre dann dieser Ausflug. Ich muss ehrlich gesagt gleich noch kurz im Skatepark was machen. Aber das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich mag ja, dass die Aufnahmen zwischendurch dilettantisch sind oder dass man sieht, dass die halt so ein bisschen wackeln, ein bisschen dies. Es war halt für mich sehr ärgerlich, dass die Fotos nicht zu gebrauchen waren, wenn man die vergrößert hat und rangezoomt hat. Und die Aufnahmen halt auch nicht, ne, weil alles war zu weit weg. Beim Vergrößern war es verpixelt. Andererseits dachte ich, wenn ich nächstes Mal Lust und Zeit habe, das zu machen, dann sieht es ganz anders aus hier. Und ja, ich denke, das ist diesmal besser. Und der humoristische Teil ist ja dann der Dilettantismus. Viel Spaß mit dem Video. Wir sind hier am Giebelsweg. Da filme ich nochmal, wo ich bin. Giebelsweg, da ist die Brücke, da ist ADAC. Giebelsweg. Ja, ich dachte zum Ende hin dann nochmal vom Weiten. Guck mal hier vom Weiten. Da war das Mädchen mit dem Hund. Und guck mal hier vom Weiten. Ja, siehst du was, ne? Alles klar. Ciao, ciao.